Eine sehr unbeliebte Meinung meiner Seite aus. Ich mag die Godzilla Beam of Alpha Courier Artworks sehr gerne. I'll kill you! Lasst mich ausreden. Gerade die alteingesessenen Magic the Gathering-Fans haben etwas gegen die Ikoria Godzilla Kaiju Artworks. Das hat eigentlich schon angefangen in War of the Sparks, als die sogenannten Anime Planeswalker kamen, wo die Planeswalker von War of the Spark in einem alternativen Anime Artwork auch noch zur Verfügung gestellt worden sind. Mit Ikoria kam mit Tohu die große Kaiju-Welle mit in Magic the Gathering an. Ein Set, was perfekt eigentlich dafür prädestiniert war, um Kaijus zu präsentieren. Für viele hart eingesessene Magic the Gathering-Fans allerdings ein absolutes No-Go. Von Wizard of the Coast hingegen wiederum eigentlich ein Schachzug, der wirklich notwendig war. Wenn man bedenkt, auch wenn Magic the Gathering eine große Beliebtheit in Japan genießt, so ist es doch weit abgeschlagen hinter den anderen Trading Card Games wie Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon, was inzwischen auch dort sehr gut angekommen ist, und Vanguard Card Fights. Das war ein notwendiger Schritt, um nicht komplett den Anschluss zu verlieren und eine gewisse Sache auf dem japanischen Markt ansprechen zu können. Und ja, Anime und Kaijus. Das ist mit eines der wohl bekanntesten medialen Markenzeichen, die Japan einfach zu bieten hat. Um den Commander, über den wir heute reden, ist King Ghidorah. Ghidorah gehört mit zu den Big Five von Tohus Kaiju-Universum. Also reden wir hier von einem nicht nur der bekanntesten, sondern auch eines der wohl ältesten Godzilla-Kaijus, die es zurzeit überhaupt gibt. Und die Mutationsfähigkeit, die mit Ikoria kam, hat völlig neue Spieleideen entwickelt und hat auch das Commander-Spiel auf ein völlig neues Level gebracht. Doch was genau sind jetzt nun Mutationen im Commander oder generell in Magic? Mutation. Jede Kreaturenkarte mit Mutation gibt dir zwei Möglichkeiten, den Zauberspruch zu wirken. Die erste Möglichkeit ist, so wenig überraschend es auch ist, sie einfach für ihre Mana-Kosten wirken zu lassen. Der sicherere Weg. Ziemlich zuverlässig, aber nichts Besonderes. Die zweite Möglichkeit ist ein wenig spannender und worauf dieses Deck auch basierend. Anstatt den Kreaturenzauber einfach zu wirken, lässt du eine Kreatur im Spiel mutieren. Und so funktioniert es. Wenn du einen Kreaturenzauber für seine Mutationskosten wirkst, ändern sich ein paar Dinge bezüglich der Art und Weise, wie er gewirkt wird. Erstens bezahlst du anstelle der Mana-Kosten die Mutationskosten. Zweitens benötigt der Zauberspruch ein Ziel. Genauer gesagt, eine Nicht-Mensch-Kreatur deiner Wahl, die du besitzt. Mutation kann nur beim Wirken des Zauberspruchs verwendet werden. Falls eine Kreaturenkarte mit Mutation auf eine andere Weise ins Spiel kommt, kommt sie einfach nur ins Spiel. So wie ein mutierender Kreaturenzauber verrechnet wird, kommt er nicht ins Spiel, sondern fusioniert sozusagen mit seinem Ziel zu einer einzelnen neuen Kreatur. Sein Beherrscher bestimmt, ob der mutierende Kreaturenzauber beim Verrechnen oben auf das Ziel oder darunter gelegt wird. Am Ende hast du einen Stapel von Karten oder Spielsteinen, die alle zusammen eine einzelne Kreatur darstellen. Jene Kreatur hat alle Eigenschaften der obersten Kreatur und zusätzlich die Fähigkeiten jeder einzelnen Kreatur darunter. Nachdem wir jetzt wissen, was Mutation mit sich bringt in Magic, würde ich euch einfach mal vorschlagen, wir gucken uns mal genauer an, wie man eventuell ein King Ghidorah Deck am besten bauen kann. Los geht's! Unser Commander ist Ghidorah, King of the Cosmos, oder sein Magic-Part Ilona, Apex of Wishes. Die Godzilla-Karten sind eigentlich normale Magic-Karten aus dem Set Behemoth of Ikoria. Das Godzilla-Artwork ist ein alternatives Artwork und unterscheidet sich nicht im geringsten von der originalen Karte, was Effekte angeht. Mit Temur-Farben, grün, blau und rot und zwei farblosen, definitiv einer der teureren Commander in den Temur-Farben. Wir haben einen 6-6 Trampler-Flieger mit dem Effekt, dass jedes Mal, wenn diese Kreatur mutiert, man die oberste Karte seiner Bibliothek so lange exiliert, bis man ein Nichtland permanent exiliert. Dieses Permanent können wir auf das Kampffeld legen oder in unsere Hand. Die anderen exilierten Karten kommen unter die Bibliothek. Zuzüglich hat es noch die Mutationsfähigkeit mit drei farblosen und Temur-Symbiose-Kombination. Das Deck ist ein Mutationsdeck und dessen Dreh- und Angelpunkt ist euer Commander.
Ich möchte euch ein paar Karten vorschlagen, die ihr in euer King Ghidorah spielen könnt und welche Karten besonders gut synergieren. Das Deck ist darauf ausgelegt, große und teure Sprüche aufs Feld zu bekommen mit Ghidorahs Effekt. Steht Ghidorah jedoch alleine und ohne Schutz da, ist es klar, dass euer Commander es nicht lange machen wird. Allerdings kann man es den Gegner erschweren mit kleineren Kreaturen, die gewisse Vorteile mit sich bringen und final sich in Ghidorah mutieren können. Und dann hätte Ghidorah die Effekte der kleineren Kreaturen. Slippery Boogle und Gladecarver Scout sind die besten One-Drops. Sie geben Ghidorah Hexproof, wenn er oben auf ihm liegt. Der Paradise Druid kann ebenfalls dafür sorgen, jedoch verliert er seinen Hexproof, sobald er getappt wird. Darksteelmuir und Troll Ascetic geben Ghidorah Unzerstörbarkeit und die Regenerationsfähigkeit. Thrun the Last Troll kann das ebenfalls. Ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Das sind potenzielle Ziele, wo ihr eure Kreaturen mit Mutation raufpacken wollt und zum Ghidorah machen wollt, um eine übermächtige, nicht mehr vom Feld bekommene Kreatur zu erschaffen. Man sollte es in Betracht ziehen, viele Kreaturen mit Mutation zu spielen, damit man früh die kleinen Kreaturen verwerten kann. Die wohl besten für das Deck wären wohl Auspicious Derix, Migratory Greathorn, Trumpeting Gnar, Dreamtail Heron, Gemraiser, Sea Dasher Octopus und Everquill Phoenix. Manche dieser Karten, wie der Everquill Phoenix, haben auch ein alternatives Godzilla-Artwork. Wenn ihr genauso ein Fan seid wie ich und ihr euch ein Godzilla-Deck machen wollt, bietet euch dies die beste Möglichkeit. Mit Ghidorahs Fähigkeit greifen wir oft auf unser Top-Deck zu. Wenn wir allerdings dies kontrollieren, können wir entscheiden, wie wir das Spiel beeinflussen. Wie gesagt, es müssen nicht Landpermanente sein, also nicht nur unbedingt Kreaturen. Die wohl bekanntesten Top-Deck-Manipulationen, die wir benutzen können, wären wohl Lifecrafter's Bestiary, Sensei's Divining Top, Brainstorm und Scroll Rack. Ghidorah braucht neben den Mutationen auch andere große Kreaturen, die er mit seiner Fähigkeit aufs Feld ruft. Aber auch weitere kleinere Kreaturen. Anima, der wohl zurzeit beste Temo-Commander, ist als 99er in dem Deck ebenfalls sehr machtvoll. Auch andere Kreaturen, die sich nicht in Ghidorah verwandeln können, haben einen großen Nutzen in dem Deck. Der Beast Whisperer mit seinem Card Draw oder Surok Dragonclaw, der alle Kreaturenzauber davor schützt, gecountert zu werden und er zuzüglich allen Kreaturen Trampel gibt. Nicht-Kreaturenunterstützer wie Rhythm of the Wild, Timur, Escadancin oder Ascidism geben euch weitere Sicherheiten. Die Ziele für Ghidorahs Effekt sind klar: so große und mächtige Zauber wie möglich auf das Feld zu bringen und dann auch das Spiel für euch zu entscheiden. Omniscience hatte ich schon in meinem Nicole Bolas Deck besprochen und jedem ist klar, dass diese Karte ein Game-Winner ist, wenn dies das Feld betritt. Die Sandworm Convergence verhindern den Gegnern nicht nur, dass sie angreifen mit gegnerischen Kreaturen, die nicht fliegen haben, wir bekommen außerdem am Endstep auch noch einen riesigen 6-6 Wurmspielstein, den wir wieder für Mutation verwenden können. Auch ein gutes Ziel ist der Bladesteel Colossus. 11-11 Trampel, unzerstörbar, uninfekt. Man lege noch eine Kreatur mit Mutation und Fliegen unter ihm und der Spaß kann losgehen. Stormtide Leviathan macht alle Länder auf dem Feld zuzüglich zu Inseln und es können keine Kreaturen mehr angreifen, die kein Island Walk oder Fliegen haben. Die Möglichkeiten können endlos ausgeschöpft werden und solange wir unser Top-Deck unter Kontrolle haben, können wir mit Ghidorah das ganze Feld kontrollieren. Magic ist ein Spiel, was mit der Zeit gehen muss und was sich definitiv verändert. Man muss es nicht gutheißen, dass man jetzt popkulturelle Artworks mit einbaut, sei es jetzt durch die Godzilla Artworks oder halt eben die Secret of Lair Walking Dead, was auch sehr viel Kritik mit sich gebracht hat. Es wird immer mehr davon geben, Magic wird sich in dem Falle auch weiterentwickeln. Das Einzige, worauf wir uns dann einfach nur freuen können, ist, dass wir neue und ausgefallene Commander bauen können und eventuell sogar völlig neue ausgefallene Deckideen haben. Was ich natürlich auch nicht so toll finde, ist, dass ausgerechnet in Secret Lair von The Walking Dead, dass das eigene Karten waren und nicht wie bei Godzilla den Artworks, alternative Artworks einfach nur waren von schon bereits existierenden Magic-Karten.
Das ist, wie gesagt, doch debattierbar und ja, man kann darüber streiten. Aber das behandeln wir jetzt lieber nicht. Ich bin Pascal von Team Hitpoint Gaming und ich sage vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich sage, wir sehen uns. Macht's gut.